Hey, hey, hey. Hi. Hello. Willkommen zu einer neuen Folge von She's Talking. Oh, das klingt total melodisch, Leute. Schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt bei einer neuen Folge von uns. Schön, dass ihr mit dabei seid. Wir freuen uns mega auf die heutige Folge. Wir haben mega tolle Sachen zu erzählen. Ja, haben wir ja schon. Ja, doch. Ne? Die haben ja coole Sachen. Voll. Ja. Wir sind zurück aus Malle. Malle war braun richtig geil. Gebrannt. Wie im Stall. Es war jeden so Tag wild. Bierkönig gewesen. Megapark wurde auseinander genommen. Die Mummies abgeschleppt. Ja, ja, nee, Bezugnahme auf letzte Folge, ne? Nicht, dass ihr denkt, ich sag hier so eine Sachen. Ja, tatsächlich waren wir diesmal nicht im Megapark. Das haben wir geskippt, weil wir waren ja auch für einen gewissen Grund auf Malle. Ja. Wir haben die Schmuckkollektion von der Jackie gefeiert und es war super, super süß. Also ja, war wirklich sehr schön. Wirklich. Kurzer Recap, oder? Recap. Emmy, du kannst ja anfangen. Also wir sind ja aus München nach Malle geflogen. Die Story kennt ihr ja schon. Und genau, wir waren da über Clayt und Jackie, die hat da ihre Kollektion rausgebracht. Und das war richtig süß, Leute. Das ganze Clayt-Team war da und die haben dann immer so Sachen organisiert, so Töpfern, Sachen bemalen, Bootsfahrt. Man musste sich um nichts kümmern. Wir mussten einfach nur aufstehen, brunchen und dann, uns hübsch machen und dann durch den Tag wurden wir wirklich geführt. Es war ein Traum. Wetter anfangs mäßig, aber so warm, dass wir auf dem Boot ins Wasser gesprungen sind. Ja. Also die paar Tage haben wir wirklich dieses Influencer-Life gelebt, ne, mäßig. Mhm. Was auch für mich die erste Erfahrung war, mit so einer Brand zu verreisen halt da zu sein, um Content eigentlich zu machen. Also wir wurden ja so mäßig eigentlich, ne, haben wir ja da gearbeitet eigentlich. Ja. Aber da habe ich dann wirklich auch mit dem Team da geredet und gesagt, ich finde das ganz krass so. Und ich komme mir so, also so ganz, ganz falsch vor, so irgendwie. Mhm. Und dann renten die dann so, nein, genießt das doch jetzt alles und wir machen das ja für euch und so. Und ich finde das so, es war eine total schöne Experience. Man hat sich so ein bisschen so fehl am Platz gefühlt. Ja, weil ich habe mich so schlecht die ganze Zeit gefühlt, dass Leute so viel Input geben und sich so richtig krass drum kümmern, damit mir die Reise gut gefällt. Ja, genau. Und man so gar keine Kontrolle hat über irgendwas, sondern einfach nur so, ja, nimm das doch mit und so, steig einfach ins Auto und aufs Boot. Ja, ist so, oder? Aber auch, dass die haben für uns eingekauft, die haben für uns irgendwie dann die Pizza bestellt und so weiter. Also, braucht ihr noch was? Ja, immer so. Dann bringe ich dir beides mit, wenn du dich nicht entscheiden kannst. Und das fällt mir voll schwer, auch sowas, selbst im Nagelstudio manchmal fühle ich mich unwohl, wenn mir Leute sowas so machen, irgendwie so, ich will jetzt nicht unterwürfig sagen, aber halt so vom Gefühl her, als würden die halt sowas für mich jetzt machen, nicht aus also nicht, weil die mich jetzt gerade mögen so, sondern einfach, keine Ahnung, weil es ist wie so eine Dienstleistung. Mhm. Und ich meine, das war wunderschön, aber habe ich auch teilweise auf jeden Fall so gefühlt. Aber wir waren ja dann auch noch 3 weitere Tage auf Mallorca, obwohl das Event schon vorbei war. Mhm. Einfach um da mit den Mädels noch ein bisschen zu sein und eine gute Zeit zu haben und so. Ja, ich bin da schon abgereist. Emmy war sehr pflichtbewusst, ist für die Uni abgereist, im Gegensatz zu mir. Ja, nee, aber die 3-Tage-Event, wollen wir noch kurz recap machen, oder reicht das schon? Ihr habt ja eigentlich auch auf Instagram ganz viel gesehen, ne? Ja, also, das war wirklich toll, Leute, 10 von 10. Ja, am Event-Tag, wo die Schmuckkollektion gelauncht war, hatten wir so einen Koch da in der Villa, das war ganz crazy. Ich habe mich auch ein bisschen gefühlt, so wie bei Mädchen-WG oder so, habe ich das verglichen. Voll. Ja, ich weiß nicht, also das am letzten Tag habe ich nicht so Mädchen-WG gefühlt, weil das ja wirklich, da habe ich mich gefühlt wie L.A., ich bestelle mir jetzt einen Hauskoch, der gut aussieht und für mich hier geile Scheiße kocht. Ja. So habe ich mich eher gefühlt am letzten Tag. Die anderen Tage safe Mädchen-WG, weil wir haben da zusammen Frühstück gemacht, haben da zusammen Sachen unternommen und so. Und man war die ganze Zeit, aber es war auch harmonisch, also es war alles eigentlich toll. Ja. Also wir kannten ja manche Influencerinnen da auch nicht, die da kamen. Persönlich noch nicht. Genau, noch nicht persönlich. Mhm. Und deswegen, man konnte noch nicht so richtig einschätzen, wie wird jetzt so der Vibe, entstehen vielleicht sogar so Gruppen, weil wir waren ja 7 Girls plus das 7-köpfige Clayt-Team. Mhm. Aber es war super, also es war wirklich, wir waren alle sehr auf einem Vibe und haben super süße Gespräche geführt und hatten einfach echt eine gute Zeit, ohne dass da irgendwie, keine Ahnung, Ja, meine Mama hat mir auch geschrieben, sie war so, ja, nicht, dass das dann zu viel wird unter 7 Girls. Und ich war so, wirklich null.
Ja. Weil das war ja so eine mäusige Konstellation. Ja. Also aber wir haben ja auch davor überlegt sogar so, oh ja. Gott, was wird das jetzt auch für ein Haus, ne? Da waren wir ja auch schon so, wir wussten ja nichts, weil die haben uns mit allem eigentlich überrascht. Mhm. Wir waren so, kommen wir da jetzt in so ein Doppelstockbett oder ja, irgendwie ja. so. Aber das war ja wirklich eine Mansion gefühlt. Es war 10 von 10. Eine krass. Villa so mit wirklich extra Zimmer, extra Bad. Wir haben es ins Anfang immer zu zweit dann geteilt. Und man konnte sich halt so super gut zurückziehen. Und das war so ein großes Grundstück. Das heißt, die eine lag da, der andere saß da. Man konnte sich halt auch so mies gut aus dem Weg gehen. Mhm. Und irgendwie dadurch, glaube ich, dass wir auch alle so den gleichen Job hatten. Ja. So, und jeder halt dann, blöd gesagt, viel mal am Handy rumhing oder so. Das ist mir dann vor allem, als wir dann nicht mehr eventmäßig da waren, ja. aufgefallen, dass wir da wirklich saßen Stunden gefühlt, jeder hat da seinen Tag am Handy, am Laptop gemacht. Ja. Und man muss halt so mäßig dann da irgendwie keine Rücksicht auf andere nehmen, ja. weil halt alle wissen oder das Gleiche machen. Ja, so. Das war irgendwie und das fand ich auch angenehm, so, ja. Voll, ja. auch sich generell mal auszutauschen mit Leuten, die dasselbe machen, fand ich super spannend, als wir so über die Anfänge, wie jeder angefangen hat, geredet haben oder ja, einfach so, keine Ahnung, so Probleme oder Sachen, die halt mit dem Job so mitkommen. Das war auf jeden Fall spannend, weil man das sonst total. Vielleicht nicht so viel hat. Ja. Dazu wollen wir, glaube ich, auch nochmal eine Folge machen und vielleicht laden wir uns ja sogar eine Person mal ein. Mhm. Weil wir haben da echt interessante Sachen. Ja. Wir wollen immer nicht so viel über Influencer sein auch reden, weil ja da nicht jeder relaten kann. Aber für uns ist das auch immer, finde ich, voll gut zur Selbstreflexion. Ja. Erstens das und zweitens ist es ja auch einfach unser Leben. Also wir haben nämlich, wir können es einfach mal thematisieren, wir haben nämlich eine Nachricht bekommen von einem Girl, von nur einem Girl. Ja. Unsere erste Hate-Nachricht. Naja, was heißt Hate-Nachricht? Ich finde, das ist nicht mal Hate-Nachricht. Ich glaube, sie hat sich gefühlt, als würde sie konstruktive Kritik geben. Ja. Okay. Und sie hatte da halt so ein bisschen kritisiert, dass wir halt zu viel über dieses Influencer-Ding reden oder alles immer darauf beziehen oder was auch immer. Ich glaube, es ging um Paris in dem Zusammenhang. Und es war für mich, finde ich, eine unfassbar unberechtigte Kritik, weil das total aus dem Arsch gezogene Sachen waren, die wir nicht mehr gesagt haben. Aber in dem Zusammenhang haben wir halt dann drüber nachgedacht, okay, wir reden ja wirklich viel darüber, auch wenn wir dann so sagen, wir waren auf Events oder so. Aber Ding ist ja, dieser Podcast geht ja um unser Leben und das ist eben momentan einfach ein großer Teil. Und wenn eben lustige Sachen auf Events passieren oder wir eben eine Reise machen, in dem Zusammenhang erzählen wir natürlich auch davon. Und wenn ich dann zum Beispiel wieder mit der Uni anfange im Oktober, dann ist das vielleicht wieder ein größerer Teil in meinem Leben und ich sage da dann oder erzähle da dann mehr Struggles dann dazu oder was auch immer, genauso wie bei euch. Ja. Und ich muss auch sagen, das Semester hat jetzt vor einem Monat circa wieder angefangen und ich bin einfach noch nicht so richtig wieder drin im Uni-Alltag. Also ich kann da gerade noch nicht so viel drüber erzählen. Ich glaube, es kommen auch wieder Zeiten, wo das mehr Raum bei mir einnehmen wird. Mhm. Aber jetzt gerade ist halt so Full-Event-Season, weil so die neue Saison kommt und irgendwie alle gerade crazy sind und ich weiß nicht, gerade ist Uni für mich natürlich immer noch sehr wichtig, aber man redet halt jetzt irgendwie mehr über die Events, weil die so aktuell immer sind. Und der Podcast ist nun mal eben auch einfach so eine Widerspiegelung unserer Leben und das gehört eben dazu. Und ich glaube, die meisten von euch finden das auch interessant, wenn wir das erzählen. Und das war jetzt nur eine blöde Nachricht, die sich eben darüber beschwert hat. Und da hatten wir uns in dem Zusammenhang nämlich mal einen Kopf gemacht und natürlich wollen wir euch nicht mit so Scheiße verlabern, die so unrelatable ist. Ja. Also ich würde jetzt auch nicht jede Folge darüber reden, ja, wir waren jetzt hier eingeladen und haben das alles gekriegt und so, das ist ja auch mau. Ja, aber für uns zum Beispiel das Mallorca-Ding, das ist ja für uns jetzt auch nicht Alltag, das ist ja crazy für uns. Also wir erzählen euch das praktisch auch einfach aus der Perspektive von Leuten, die das ja auch nicht so gewohnt sind und versuchen darüber so ein bisschen vielleicht auch zu reflektieren oder euch da ein bisschen zu erzählen, keine Ahnung, wie hat man sich dabei gefühlt und so weiter. Ja. Also als kurze Erklärung, ihr hört den Podcast, um zu hören, was wir so machen, was unser Leben so macht, was wir so lustig finden, was uns bewegt. Und das gehört eben auch dazu. Und ich glaube, das wissen die meisten auch. Ja. Mir ist jetzt eingefallen, dass er immer eigentlich eine Sache vorbereitet hat. Ja. Stimmt. Das passt jetzt überhaupt nicht zur Egal. Thematik auch. Also. Dann machen wir eventmäßig Cut. Also das war Malle. Und jetzt kommt unsere Kategorie. Genau, ich habe mir was chatting about. Wir chatten heute über Love Languages. Okay. Und soll ich die jetzt einmal nennen kurz? Ja. Also Physical Touch, Quality Time, Gifts and Presents, Words of Affirmation und Acts of Service. Ich dachte, wir sagen jetzt kurz, was wir denken, was die Love Language der anderen ist. Mhm. Und dann machen wir kurz den Test. Okay. Es gibt einen Online-Test. Ja. Okay. Und finde ich mega interessant. Gucken, cool. ob wir recht haben. Okay. Der geht auch relativ schnell. Das dauert nicht so lange. Ja. Also welche gibt es nochmal? Kannst du vielleicht auf Deutsch einfach als so Worte sagen, die ich mir merken kann? Ja. Einmal Komplimente und Anerkennung. Mhm. Dann Geschenke geben. Mhm.
also Physical Touch, Berührung einfach. Ja. Dann, ja, Acts of Service ist so. Sachen für andere machen. Sachen für andere tun, so hilfemäßig. Mhm. Ja, und das war's. Okay, gut. Nee, dann kann ich es ein bisschen besser merken. Physische Berührung. Das hatten wir schon. Genau, Berührung. Okay. Okay, und jetzt sagen wir, was wir denken bei den anderen oder was es bei uns ist? Bei den anderen. Bei den anderen, hätte ich gesagt. Okay. Ich kann das ja mal so in die Mitte, damit ihr das so. Ach ja, top. Perfekt. Also ich würde eigentlich bei uns allen dreien, das sind schon ähnliche Sachen, finde ich. Also jetzt muss man auch gucken, in Freundschaften oder in Beziehungen. Ich würde jetzt erstmal auf Freundschaften gehen, oder? Okay. Ja. Erstmal. Okay. Damit wir es aufeinander beziehen können. Finde ich gut. Okay, gut. Weil ich finde, bei Freundschaft, wenn wir darüber reden, finde ich, ist es bei uns auf jeden Fall jetzt nicht Physical Touch, so. Nee. Ich finde, wir berühren uns natürlich manchmal, aber das ist, es gibt ja Leute, die so die ganze Zeit schmusen oder sich das ist nicht unsere Freundschaftslove Language. Ich finde, bei uns ist es vor allem, glaube ich, Quality Time und Words of Affirmation. Safe. 100%. Acts of Service nicht so, also das würde mir jetzt nicht einfallen, was man Und Gifts und Presents auch nicht so. Ich würde wirklich sagen, Quality Time auf jeden Fall. Und Words of Affirmations. Ich sage euch ganz oft, ich habe euch lieb. Ja, true. Ja, voll. Aber ist es so, was man gibt oder was man braucht? Das ist, was du gibst. Also deine Love Language, damit sich jemand geliebt fühlt. Ich dachte, was man selber braucht als Love Aber vielleicht Language. Auch so ein Mix aus beidem. Also wenn du sagst Quality Time, dann ist deine Love Language, dass du dich gerne mit Leuten triffst und so Liebe zeigst. Dass man schöne Sachen zusammen Okay, weil ich glaube, ich würde sogar sagen... Und Gifts und Presents ist, du schenkst der Person ganz viel, weil das deine Art und Weise ist, der Person zu zeigen, dass du sie gerne magst. Ja, I know. Aber so, wenn ich zum Beispiel, ich finde, ich habe, also für mich persönlich ist Quality Time wichtig, aber was ich halt auch gebe als Love Language ist ja auch zum Beispiel Physical Touch. Wisst ihr, was ich meine? Wenn ich jemanden mag... Ja, okay. Deswegen habe ich gefragt, ob wir auf Freundschaften beziehen oder wenn man Leute wenn man Leute oder gerisst hat und man in einer Beziehung ist, dann natürlich Physical Touch. Aber auch in Freundschaften. Ich berühre jetzt nicht irgendwie jeden, aber wenn ich mit jemandem mal so keine Ahnung, den dann länger umarmen oder so, weiß nicht. Damit so zeigt Kopf man ja auf schon. Die Schulter oder sowas. Ja. Das ist für mich in Freundschaft auch schon so eine Art Next Step oder so. So man fühlt sich dich wohl. Dich mag ich wirklich halt. Also ja. Bist du, was ich Süß, meine? Finde ich cool. Ja. Okay, wollen wir den Test machen? Ja. Let's do it. Was kam bei euch raus? Ihr könnt anfangen. Bei mir kam Quality Time raus. Habe ich mir aber auch schon gedacht. Also ich glaube, das ist für mich, auch wenn sich jemand so extra Zeit für mich nimmt oder auch ich mir für die Person nehme, ich finde, das ist so eine aktive Entscheidung, die halt zeigt, ne, man mag sich und man ist sich wichtig und man verbringt gerne jetzt, also man choost so die Zeit mit der Person zu verbringen. Und wenn man dann noch irgendwie was Cutes, Cooles macht, das ist schon, ja. Bei dir, Emma? Bei mir kam auch Quality Time raus. Bei mir kam Words of Affirmation raus. Das dachte ich mir aber auch schon, weil ich glaube, Quality natürlich auch zu 100% genieße ich das auch, aber ich glaube, für mich ist es auch, ich kann noch so eine gute Quality Time haben mit Leuten. Ich würde mir im Kopf immer irgendwie denken, ich mache irgendwas falsch. Oh, wirklich? Und das ja doch schon sehr. Und dann freue ich mich sehr, wenn mir Leute auch ganz aus dem Nichts einfach nur mal sagen, ich mag dich gerne oder ich mag es, mit dir Zeit zu verbringen oder so, weil ich mir dann einfach so sicher bin, dass es so ist. Ja. Einfach so diese. Ja, ich mag es gerne, sicher zu sein. Ja, ja. Ich mag es, ich weiß nicht, vielleicht habe ich ja auch irgendwas mal in meiner Kindheit oder in frühen Erfahrungen erlebt, dass ich das brauche, aber ich brauche das schon doll. So Sicherheit. Wegen Bestätigung, das kann ja auch zum Beispiel was Körperliches sein. Also manche Leute ziehen ja auch aus körperlichen Sachen dann die Bestätigung, dass die Person ich mag. Also ich würde sagen, diese ganzen Sachen sind irgendwie die Bestätigung. Ja. Für mich ist es dann halt, wenn sich jemand die Zeit nimmt oder wenn jemand sagt, oh ja, lass was Cooles zusammen machen. So, das ist dann für mich die Art von Bestätigung. Und für dich dann halt, wenn dir jemand das so aktiv sagt, ich verbringe richtig gern Zeit mit dir oder so. Ja, oder ich schätze das und das an dir oder sowas. Das ist irgendwie, das ist Balsam für meine Seele. Ich hatte so bei den Fragen, dachte ich ehrlich gesagt, dass es bei mir Physical Touch wird. Weil vor allem so, jetzt nicht auf Freundschaft, sondern so auf liebende Personen bezogen, glaube ich, ist bei mir schon Physical Touch auch sehr weit oben. Weil ich brauche das irgendwie sehr, dass man dann so ich glaube auch, wenn umarmt. Ja, oder so. Ja. Ich bin auch so kuscheln und sowas. Das gibt mir richtig viel. Und dann, also auch Quality Time, auch so süße Dates und sowas. Ich finde, Physical Touch ist auch schon so. In der Beziehung zu 100% ist es mir auch wichtig, glaube ich. Aber ich glaube, selbst da würden Worte bei mir überwiegen. Ja, bei dir ist 100%. Aber ich habe ja auch noch nicht eine gut funktionierende Beziehung gehabt. Also ich kann es auch nicht so aus
praktischer Praxiserfahrung. Ja, hatte ich noch. Ich glaube, in einer richtig guten Beziehung combined man das ja dann alles einfach. Ja, voll. Ja, safe. Ich finde, es wäre auch grausam oder komisch, wenn man grausam übertreibt. Also, keine Ahnung, dass immer gesagt bekommt, ja, ich mag dich ja total gerne und bla 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 und ich liebe dich, Junja, und dann am Ende fasst man sich nicht an oder so. Oder ja. Dann denkst du dir ja auch so, Gott, der findet mich ja voll unattraktiv oder so. Also es muss eine gute Balance sein. Wenn so alles stimmt und dann habt ihr aber so null diesen Physical Touch, das macht schon auch viel aus. Und ich muss auch sagen, in Freundschaften, ich finde das schon total sweet irgendwie, wenn man so vertraut ist, dass man halt keine Berührungsängste hat. Ja, ich mag das auch total. Ja. Das ist dann alles haben so. Wir nicht Berührungsängste. Nee, wir haben definitiv keine Berührungsängste. Ja, aber genauso kann es ja auch andersrum sein, dass man, was habe ich gerade gesagt, von Worten zu, dass du nur körperlich Kontakt hast und er dir das aber, oder die andere Person dir das halt nie in Worten sagen kann oder so und du dann halt so merkst, okay, magst du mich, magst du jetzt nur meinen Körper oder voll. So, wisst ihr, was ich meine? Also ich glaube, das kann wirklich in beide Richtungen gehen. Ich merke auch gerade zwei Sachen. Mhm. Einmal glaube ich, dass bei Familie bei mir auch so Acts of Service mit reinkommt. Mhm. Also bei meiner Schwester auf jeden Fall, da ist es so ganz stark so, dass wenn sie sagt, sie will irgendwas haben oder so, sie braucht das und das, dann kaufe ich das den nächsten Tag. Mhm. Aus Prinzip. Weil ich richtig krass das Gefühl habe, so, vielleicht liegt es daran, dass ich große Schwester bin. Große Schwester verantwortlich. Ja, weil ich bin dann so, oh Gott, jetzt muss ich ihr das kaufen, direkt. Mhm. Und da denke ich so nicht eine Sekunde nach. Und was ich noch sagen wollte, ich sehe richtig viele TikToks immer, dass es so Freundschaften gibt, wo man sich so nicht mal umarmt. Seht ihr das auch? Dann ist es so, ja, wahre beste Freundinnen haben sich noch nie umarmt. Ja, sowas. Ich finde diese TikToks doof. Und das, also, das geht gar nicht in meinen Kopf. Weil das ist wirklich das Gegenteil von, wie ich Freundschaften führe. Voll. Irgendwie. Ich habe das nur mit meiner Mitbewohnerin, also mit meinen Mitbewohnerinnen, so mit meiner, also ich wohne mit meiner Schwester und noch einer anderen zusammen. Und da ist es selten so, dass man sich so umarmt, wenn man jetzt irgendwie aus dem Haus geht oder nach Hause kommt oder so, weil man halt zusammen wohnt und es halt eh gewohnt ist. Ich habe nicht keinen Physical Touch mit denen, aber es ist so nicht dieses aktive, wir umarmen uns jetzt. Das ist dann irgendwie schon cringe. Ja. Einmal habe ich Anna, glaube ich, umarmt, als ihr auch gegangen seid. Und da war ich so, das war gerade richtig ungewohnt, weil man das halt nicht so aktiv sich dafür immer entscheidet, jetzt geht man. So. Aber ich finde also zum Beispiel, ich hatte ganz früher, als das dann so in den Trend kam, so Teenager-Jahre, man umarmt sich jetzt immer zum Hallo sagen. Ne? Das kam ja dann auf einem bestimmten Punkt, kam das. Ja. Und ich weiß noch, ich habe das gehasst. Ich war dann immer so, ich will die Leute nicht umarmen. Ich will das überhaupt nicht. Und so, also ich fand das total uncool. Und ich war immer so, ich hasse umarmen, ich brauchst du nicht umarmen. So, lass mal nicht umarmen. Oha. Also so, das war für mich ganz lange irgendwie. Und ich glaube, es ist jetzt auch immer noch so, dass ich es so weird finde, wenn man sich so trifft. Also so mit Leuten, die du nicht so gut kennst, dann halt die dann so zu umarmen und weiß nie wie. Und ich liebe es, Leute zu umarmen. Irgendwie. Also so euch gerne. Aber so, ich glaube, fremde Leute, es ist schon immer so, zum Hallo ich mache das, so. Aber ich finde es total komisch. Weil ich finde, das sagt so viel über eine Person aus, wie die Person auch umarmt. Ja gut, da haben sie ja wahrscheinlich ganz geredet. Viel für mich dann. Also wenn ich dann Leute nur so umarme kurz so. Aber bei Fremden oder auch so bei Semi-Freunden, die Bekannten mäßig? Ach, ich denke mir immer so, es ist so unnötig. Ich würde gerne einfach mal so Hallo, auf den Tisch klopfen und einmal. Ich muss dann immer so, hatte ich dich schon? Hatten wir schon? Oh, ja, okay, das verstehe ich. Ach, das nervt mich einfach. Ich habe die auch so lieb, so ohne Umarmen. Krass. Okay. Aber so Beziehungssafe. Aber finde ich voll spannend. Also bei uns in der Schule war das halt einfach wirklich normal. Man umarmte dann. Aber da war immer die Frage, wen umarme ich jetzt und wen nicht? Mit wem bin ich close genug? Und sie hat mich heute Morgen gar nicht umarmt. Ja, genau so. Ey, Leute, die umarmt mich jetzt irgendwie nicht mehr. Voll weird. Ja. Das war dann so richtig das. Oh, das bringt so Memories hoch gerade. Ja, wirklich, und da war es so, wenn man mit einem Typen geschrieben hat, dann ist es so, umarmen wir uns morgen in der Schule, wenn wir uns sehen. Oh, das hatte ich auch. Das hatte ich auch mal. Oh mein Gott. Nee, aber das war wirklich geplant. Also das war richtig so, lass morgen mal umarmen. Und dann haben wir uns auf dem Pausenhof getroffen. Zum Umarmen. Wirklich. Und da waren Leute drumherum. Ich glaube, manche haben das sogar gefilmt. Also es war richtig so ein Ding. Und da waren Leute um uns herum. Ja, und dann waren wir so, wir umarmen uns jetzt. Und dann, das war so cringe. Oh mein Gott, ich habe es richtig verdrängt. Weil dann sind wir so langsam aufeinander zugegangen. Ist das ein Girl oder ist ein Boy? Ein Boy. Natürlich, bei Girls war das normal. Ja. Aber dem Typ. Und wir waren so zusammen zu der Zeit. Wir waren zusammen. Wow, so. Und dann, oder kurz davor zumindest. Das war so, ihr müsst euch vorstellen, so 6. Klasse. Mhm. Und man hatte ja schon Berührungsängste mit Typen. Und dann haben wir uns halt so umarmt, ganz kurz nur so, ja, nö, war überhaupt nicht schlimm. Alles gut. Ist überhaupt gar kein Problem gewesen jetzt gerade für mich. Und dann war auch das Eis eigentlich gebrochen, aber es gab trotzdem keinen weiteren Physical Touch danach.
Und dann aber meint so mit 1000 Herzchen geschrieben auf WhatsApp. Tausend Herzen und ich liebe und so, dich. Ich liebe dich. Es war so schön heute auf dem Schlammschulhof mit dir. Darf ich mal alte Chats bitte... Ich wünsche, wir könnten uns Zeit? Jeden Tag umarmen. Ich habe so lustige alte Chats von meinen Boyfriends. Dann musst du es aber bitte auch hochladen dann später. Ja, können wir total gerne machen. Okay. Ich habe auch Sachen geschrieben wie ich liebe dich und dann so mit 4000 Herzen. Leute, das war so wild alles, wirklich. Das war so lustig. Ich liebe dich. Das mit der SMS an meine Schwester. I love you. Du bist das Wichtigste in meinem Leben. Willst du Schluss machen? Ich würde niemals mit dir Schluss machen. Nee, K.A. Was heißt K.A., Sophie? Liebst du mich überhaupt noch? Sorry, falscher Smiley. Also liebst du mich noch? Dann immer diese Kettenbriefe, weil das war dann so die Love Language, die Kettenbriefe, um zu gucken, welche Zahl schickt man jetzt? So, Kuss auf die Wange. Ich möchte, dass wir nur Freunde sind. Kuss auf die Lippen. Oh, ich liebe dich. Das hab ich so vergessen. Oder so Emojis, die man schicken soll, um zu checken, so, ob man einen halt mag oder nicht. Kannst du bitte einen Smiley neben die Sachen machen, die du für mich empfindest? Also ist hier gerade so ein Kettenbrief, ne? Sophie, bitte, kannst du es mir bitte sagen? Ich glaube, das macht keinen Sinn, wenn du mir nicht zurückschreibst. Und ich habe das Gefühl, dass du mich gar nicht mal liebst. Also wenn du mich wirklich liebst und auch weiter mit mir zusammen sein willst, dann schreib mich bitte an. Ich so, meine Schwester hat heute Geburtstag. Sorry, aber ich kann dir nicht die ganze Zeit schreiben. Doch, ich mag dich noch. Sorry, ich wusste nicht, dass sie heute Geburtstag hat. Also liebst du mich wirklich noch? Ja, klar. Du so full ohne Emojis. Aber Leute, Emojis. So eine Sache, wie er davon auch geschrieben hat. Das ist so funny. Das mit der SMS war meine Schwester, das war bei uns auch so ein Ding, ne? Ja. Sondern immer gesagt hat, nee, das war, meine Freundin war gerade an meinem Handy und hat ihr das geschrieben und so. So richtig dumme richtig Sachen. Richtig dumm. Ich weiß noch, Leute, ich erzähle jetzt eine kurze Story. Ich stand das kommt in den auf Dump einer aus unserer Klasse und mochte den wirklich gerne und dann habe ich den mal kurz so geschrieben. Und dann habe ich so einer Freundin einen Screenshot von dem Chat schicken wollen und habe ihm dann aber den Screenshot von dem Chat geschickt. So, ne? Typische verkackt. Mhm. Scheiße. Ich so früher, ne, so siebte Klasse war das mit so einem, ich hatte so ein riesen Note, Galaxy Note Handy mit so einem Stift, ne? Oh Gott. Ich fand das so cool, wenn Leute das hatten. Ich hatte das. So. Oh, auf jeden Fall habe ich dann dem so gesagt, ey, sorry, das ist so eine Funktion von meinem Stift, von meinem Handy, dass das so den Screenshot direkt anschickt, anstatt dass ich dazu stehe, sag ich so. Und ich glaube, er hat es es gibt diese Funktion, dass der Stift einen Screenshot macht und direkt an dich schickt. Was ist denn das für eine Funktion? Und dann war ich auch so, oh Gott, Halleluja, scheiße, verkackt, naja, oh mein egal. Gott. Obviously wurde nichts aus uns zum Glück, aber it's okay. Was hatte er da nochmal geschrieben in dem Screenshot? Boah, ich weiß es nicht, bestimmt nur sowas wie, ich habe ihm, glaube ich, so geschrieben, ich fand heute deine Musik auf dem Strandbadfest richtig gut. Und dann hat er geschrieben, ah, irgendwie so von wegen, ich kann dir den Link mal schicken oder so. Und du so, oh mein Gott, er liebt mich. Er schickt mir den Link, er schickt mir Musik, er liebt mich. So traurig, ne? Von manchen Leuten ist richtig die Love Language, so Spotify-Playlists zu schicken oder Songs einfach. Von Emma. Okay. Cool. Nee, also ich habe es live mitbekommen. Das ist ein richtiges Ding auch. Krass. Und also zusammen auch eine Playlist zu erstellen und dann das Songs reinzumachen, die einen so an den anderen erinnern. Oh, weiß ich mich nicht so. Das ist aber schon krass auch, finde ich, weil Musik ja auch sehr viel aussagt. Und das ist, ich hatte das noch nie, dass ich das mit irgendwem so eine Shared Playlist oder so als so Love Language hatte. Ich meine, klar, man hat mal eine Shared Playlist mit Freunden, aber ich würde das jetzt nicht so interpretieren, so. Ich bin ihre wichtigste Freundin, weil wir haben eine Playlist zusammen. Nee, ich finde, das Einzige, was man dann halt so verbindet, sind so Lieder zusammen oder so. Und das ist dann irgendwie so, ah, das Lied erinnert mich daran. Oder das verbinde ich mit der Situation oder so, mit der Person zum Beispiel zusammen. Aber jetzt nicht, das ist meine Love Language. Wir haben ja eine Playlist zusammen, Leute, übrigens. Genau. Die heißt She's Listening To. Wenn ihr Teil unserer Love Language sein wollt, dann könnt ihr die abonnieren oder so. Oder und wir liken. Haben jetzt sogar eine andere Playlist noch. Und es gibt noch eine Community-Playlist, You're Listening To, wo dann immer Songs aus euren Empfehlungen reinkommen. Also die mal ihr rein. Auf unserer Instagram-Seite immer schreibt, She's in stalking. Die Story schreiben könnt. Leute, ich habe noch eine Sache. Was für Reflexion. Und zwar haben wir uns so Collagen erstellt damals. Also das war nämlich unsere Love Language, also von meinem damaligen 5. Klasse-Freund, dass man sich Collagen erstellt mit Fick Collage. Und da möchte ich jetzt mal kurz so 2, 3 kurz zeigen. Hör mal auf. Oh nein. Kannst du das bitte posten? Das ist so funny. Ich möchte gerne, dass du das postest. Das war wirklich so, schick mal ein Bild. Und ich so, wieso? Oh, wie süß siehst du aber aus. Hier, kannst du mir kurz ein Bild von dir schicken? Okay, dankeschön. Warte mal kurz. Oh nee, das ist wirklich cringe. Also das
So viel postet das dann mal auf Instagram, bitte. Dann wirst du nämlich auch darüber reden. Also ich werde eine Collage, werde ich in den Dump packen. Ich kann nicht alle reinpacken, das ist zu unangenehm. Nein, mach einmal den Chat, einmal eine Collage. Ja, bitte. Okay. Du Rizzerin, Leute. Ich war kranke Rizzerin. Ich hatte 3 Boyfriends in der Grundschule, Leute. Krass. Also so 5. Mhm. Das ist ja in NRW noch, schon Gymnasium. Mhm. So 5. bis 7. Oh Gott. Rizzler einfach, krass. Ja. Oh. Okay, Leute. Lass mal was Ernstes reden. Jetzt, wo es so warm ist, ne, man sieht überall Couples. Ich finde es wirklich sehr witzig, weil ich das immer spannend finde, so ein bisschen zu analysieren, wie, also erstens, so erste Dates sieht man jetzt auch sehr oft, ne, in Restaurants. Ich hasse es, wenn ich neben einem ersten Date sitze, wo so nichts geredet wird. Oder man merkt so, die sind halt noch so richtig awkward zusammen. Oder einfach auch Couples beobachten, finde ich auch sehr spaßig. Ja, ein bisschen People-Watching ist ja. Wir haben auf Mallorca auch drüber geredet, wie würden wir unseren Partner nennen. Oh! Das war sehr funny, weil, also, wir waren so, okay, Schatz, ist ein bisschen cringe, Babe. Babe finde ich ganz schlimm. Ich finde alles ganz schlimm. Einfach Vorname. Wisst ihr, was mir jetzt auch aufgefallen ist, Leute? Kurz nochmal, bevor wir darüber reden. Wisst ihr noch, wie wir im Winter gesagt haben, niemand lernt mehr jemanden wirklich ernsthaft kennen und jetzt plötzlich so Frühlingsgefühle kommen auf und plötzlich hat jeder in meinem Umfeld jemanden, den er kennenlernt? Stimmt. Ja. Nee, ist ja jetzt auch gar nicht nur auf euch bezogen, sondern einfach generell, wie sich das gerade gechanged hat und ich sitze immer daneben und bin so, ja, schön für euch. Ich dann, ja, aber... Also, zu den Couples, wisst ihr? Ja. Weil du meintest Couple-Watching. Plötzlich irgendwie habe ich das Gefühl, Berlin blüht auch so ein bisschen auf, was halt so Dating-Kultur angeht. Und nicht mehr nur so ein wildes Rumgebumse, sondern wirklich auch so ernsthaft schöne Sachen passieren. Ja, wenn man aber auch jetzt was unternehmen kann. Man kann jetzt so spazieren gehen oder sich im Park setzen. Ja, aber kann man das dann im Winter nicht? Kann ich nicht im Winter nicht auch? Wisst ihr, was ich meine? Es macht viel mehr Spaß jetzt und viel mehr Glücksgefühle, wenn du draußen Glücksgefühle in der Sonne Hormone, sitzt Vitamin und... Safe. 100%. Du willst halt jemanden haben, mit dem du dann da irgendwie am Wasser entlang spazieren kannst. Durch zum Beispiel 1. Mai, Karneval der Kulturen oder so, lernt man ja auch viele Leute wieder kennen, was man ja im Winter dann eher nicht so hat. Im Winter lernt man ja höchstens mal jemanden im Club kennen oder sowas oder in einer Bar oder sowas. Das ist ja jetzt auch nicht so. Nee, aber deswegen, wie würdet ihr dann die Leute nennen dann? Hey, Schatz. Wenn man dann so close ist, dass man sich datet und so ein Nickname für jemanden hat. Ich glaube, ich habe da schon so ein halbes Jahr gebraucht, bis ich überhaupt mich damit angefreundet habe, meinen Ex-Freund was anderes zu nennen als seinen Vornamen. Aber irgendwann etabliert sich das so von ganz alleine. Was war es denn bei dir damals? Also ich finde Schatz alleine ganz schlimm. Und ich habe dann das so gemeint gamed, dass ich immer nur gesagt habe, mein Schatz bezogen auf, warte, ich brauche jetzt einen Beispielsatz. Also die war es eigentlich auch ein bisschen oder unangenehm. So, danke, mein Schatz. Und, aber nicht danke, Schatz, sondern ich habe immer so was davor gepackt, dass ich damit war. Das finde ich das süß. Das ist sonst zu so cringe. Ich verstehe. Das ich finde alles so cringe. Ich finde aber mein Schatz, das ist ganz süß, wenn das man ist dann so... Das ist wirklich süßer. Ich finde meinen Schatz okay noch. Würde ich auf der Ratings gerade noch würde ich sagen, ich würde auch zu euch sagen, danke, mein Schatz. Weil Leute, die sagen so ein bisschen auf cute halt. Genau. Baby. Baby finde ich ganz darling. Schrecklich. Ja, sowas ist, muss... Honey. Ich meine, das ist ja süß. Honey. Es ist ja süß, wenn die das fühlen, aber mich, glaube ich, dadurch, dass ich jetzt auch noch nicht so in einer krassen Beziehung bin, war, was auch immer, cringed es mich einfach nur an, jemanden Baby zu nennen. Baby ist für mich mein Albtraum. Ey. Ey. Bay. Bay, oh Gott, before anyone else. Wo ich noch ein bisschen oder mitgehe. Oder so unnötig englische Begriffe dann halt nutzen, weißt du, in so einem deutschen Satz dann halt wirklich so Baby, Babe, Honey, Honey. Darling. Nee. Ich bin ganz Sweetheart. Ehrlich. Ich habe, glaube ich, dann zum Schluss ganz viele Sachen ironisch benutzt. Mhm. Und dann halt so richtig übertrieben cringe Sachen, aber halt so auf lustig und nicht auf ernst. Honey Pie. Vielleicht hat man so ja dann Sachen auch einen Insider oder so. Ja, das ergibt sich darauf hoffe ich. Darauf hoffe ich wirklich. Oh, darauf hoffen wir einfach mal, dass man einen Insider hat, wo man so sagen kann, ey, du... Ja, wie jetzt zum Beispiel Luck Emmy. So heißt jetzt bei mir mein Schatz. Weil Soso wollte sich nicht Schnauzi nennen. Ja. Und deswegen durfte sie sich einspeichern. Aber Schnauzi finde ich nein, ein Scheiß. Nein, ich habe immer Schnauzi. Und dann geht es irgendwann so zu Schnurzi und dann ging es zu Schnauzi. Und das finde ich scheiße. Dann hat sie gesagt, das klingt ja wie ein Hund. Ja. Und dann habe ich gesagt,
ich finde es aber lustig. Und dann habe ich sie so eingespeichert und dann war sie richtig, richtig angedickt stand, oder? Aber wirklich ernst. Ja, klar. Und dann war ich so, na, dann speichere dich doch ein, wie du willst. Hat sich mein Schatz jetzt eingespeichert. Ja. Hast du wirklich? Mein, ja, bei mir. Guck mal. Mein Schatz. Schatz. Mein Schatz und Luck Emmy. Okay. Das hört man nur mit K, ohne K. Aber ich muss auch dazu sagen, wir haben auch gute so Spitznamen. Mich haben davor wirklich Leute nie richtig Emmy genannt, außer meine Mama. Deswegen Emmy ist, finde ich, richtig toll, dass ihr mich so nennt. Ja. Und so, auch Honey, finde ich es ganz toll. Ja, voll. Mega, ja. Honey Maus. Stimmt, Honey Maus, sagst du immer, ja. Stimmt. Leute, bald machen die Freibäder wieder auf, fällt mir gerade ein. Weil nächste Woche werden es 28 Grad. Ja, da bin ich bei meiner Familie in Ich habe wirklich Heimat. Überlegt, ob ich dann vorbeikomme. Du kannst gerne joinen. Bei ich gutem bin Wetter. Steg, Donnerstag bis Sonntag bin ich da. Bist du Steg? Ich bin Steg. Ich bin da leider in der Heimat. Luck, ich bin Steg. Ich bin der Heimat. Was heißt denn das überhaupt? Luck. Ja. Es ist Bruder, so? Mann, ich bin Steg. Luck, ich bin Steg. Okay. Okay. Oder es ist so, Mann, Emma. Luck, Emma. Okay. So, mach ey, Emma. So. Okay, ja. Mach kein Auge. Okay, nee, ich bin Luck, ich bin Steg. Voll cool. Donnerstag hätte ich noch Zeit, aber danach fahre ich ja nach Ja, ich habe Donnerstag... Heimat. Lass mal gleich planen. Ja, wir planen gleich. Auf jeden Fall, nächste Woche, Kacke, Sommer fängt an, worüber wir nämlich heute eigentlich reden wollten, ja. War tatsächlich was bisschen. Ganz Deepes und ein bisschen Psychologisches. Selbstvernehmung, Fremdvernehmung, weil ich war in auf Mallorca. Das so gerappt, ich hoffe, man hat das verstanden, ne? Ja, safe. Selbstvernehmung, Fremdvernehmung. Wir waren nämlich auf Mallorca, da waren wir mit ganz vielen Pretty Girls, die einen geilen Style haben, die gut aussehen, euch natürlich eingeschlossen. Und dann war das der Fall, also wie gesagt, tolles Event gewesen, aber man wurde da halt so immer fotografiert und gefilmt und ich weiß noch, Emma und ich sind da angekommen, wir waren zusammen auf einem Zimmer und waren im Zimmer, Emma hatte fast geweint. Ich war so wirklich am Boden, weil ich so war, ich weiß nicht, was ich hier anziehen soll, ich fühle mich so unwohl, weil man sich einfach so eingeschüchtert fühlt von diesen schönen Leuten, die dann noch mit sind und dann ist man da wieder auf die Abgründe seiner Selbstzweifel irgendwie angelangt, weil man so war, okay, ich muss jetzt hier mithalten, ich muss gut aussehen. Und dann hat die Brand ja dann auch immer so Fotos gepostet und so, und dann war ich so, boah, ohne ich bin zu jetzt fragen, hier wirklich die ob Duff. Die Fotos okay sind. Ja, also ich habe mich wirklich so rein, es hat mir mega viel Spaß gemacht, aber so aus meinem äußerlichen Bild, dann noch im Bikini auf diesem Boot mit Leuten, die man ja halt einfach, ich mache das sonst eigentlich nicht mit fremden Leuten baden gehen oder so, weil ich das einfach überhaupt nicht mag. Mhm. Und da dann so ins Wasser zu springen und schon so mich auszuziehen und so mit Leuten, die ich wirklich nur eigentlich kurz kenne oder noch nicht so viel kenne, das war für mich irgendwie auch total unangenehm. Und ja, da ist man dann halt mal wieder so auf dieses ganze Thema gestoßen, was sonst jetzt eigentlich gar nicht mehr, als jetzt, also jetzt von mir, jetzt meiner Geschichte aus, so in Berlin, da habe ich ja dann ganz viel Sport gemacht, ich war ganz viel beim Cycling und so, und da ging es mir richtig gut. Da war ich so, boah, ich bewege mich, ich mache jetzt Sachen und so. Ey, deswegen war das lange dann kein Thema mehr. Aber wie du jetzt sagst, wenn jetzt Sommer wird, und es wieder zu so einer Situation kommt, auch so kurze Sachen kurze tragen Sachen anziehen. Ich finde, das ist ganz, ich sehe mich jetzt schon aber abkacken und ich war schon so zu so, ich muss jetzt mal meinen Kleiderschrank ein bisschen aufstocken mit coolen Sachen, wo ich mich wirklich wohl dran fühle. Mhm. Weil es Sommer, ich mag Sommer sehr gerne, wenn ich auf meinem Steg lege, was wir für uns sind und Fun haben, aber im Zusammenhang mit rausgehen. Und vielleicht mag ich deswegen auch Sommer im Park, nicht ganz viele Leute sind da und ich muss mich irgendwie wohlfühlen in kurzen Klamotten. Ich muss ja, weil ich kann ja nichts Langes anziehen. So, das ist für mich total herausfordernd. Kurzer Monolog. Wow. Also, jetzt bin ich baff. Nein, aber also, erstmal mit dem Event muss ich sagen, das ist natürlich durch dieses ständige Fotografieren, wird das Ganze nochmal unterstrichen, weil man wirklich auch mit einer Fotografin da professionelle Bilder von sich hatte, wo man halt nicht immer flawless aussieht. Ja. Das war ja low-key wie so ein Paparazzi. Überhaupt nicht schlimm gemeint. Nee, aber gar nicht. Natürlich, man wird halt in Momenten fotografiert. Ja. Gerade so auf dem Boot dachte ich mir auch manchmal so, uff, da sieht mein Bauch aber irgendwie jetzt gerade ungeil aus. Mhm. Das kann ich da auf jeden Fall nachvollziehen. Und irgendwie, also ich lasse das meistens einfach so auf mich zukommen und dann gucke ich halt irgendwie, wie ich mich fühle, auch so, was so jetzt Kleidung angeht und so. Aber ich finde es irgendwie seit letztem Jahr, also ich hatte letztes Jahr auch das erste Mal so, dass ich mich irgendwie sehr unwohl in so kurzen Sachen gefühlt habe. Früher fand ich, war das irgendwie nicht so schlimm, da habe ich nicht so viel drüber nachgedacht. Aber jetzt auch hier in Berlin, wo man viel mehr kommentiert wird, finde ich, so auf der Straße mal random angemacht, blöd, denke ich irgendwie viel mehr darüber auch nach, was ich halt anziehe im Sommer, was nicht zu freizügig aussieht, wo ich mich irgendwie noch wohlfühle und so weiter. Und das, ja, da muss ich sagen, das fällt mir auch teilweise irgendwie echt schwer. Also muss man zusammen shoppen gehen und gucken. Ja, nee, voll gerne. Also ich
wer uns ja auch schon länger verfolgt, wir hatten ja auch schon mal einen intensiven Podcast gemacht mit Fabienne zusammen, wo wir über dieses ganze Thema gesprochen haben. Das ist halt ein Thema, was mich persönlich schon lange verfolgt. Ich glaube, was euch ja bestimmt auch so ein bisschen begleitet, immer dieses Selbstzweifel, Selbstwahrnehmungsding. Selbstwahrnehmung ist halt das, was du von dir selber wahrnimmst. Das kann für andere Leute ganz anders sein, das ist ja dann die Fremdwahrnehmung. Mhm. Aber wenn ich jetzt so wahrnehme, boah, ich bin so eine liebevolle Person, ich sag immer, ich habe Words of Affirmation für alle und keine Ahnung. Und andere denken so, boah, die ist so unfreundlich und gar nicht. Dann ist meine Selbstwahrnehmung halt einfach anders. Also ich glaube halt, Selbstwahrnehmung, das ist sehr subjektiv. Also da gibt es wahrscheinlich keinen, du nimmst dich jetzt richtig wahr oder falsch, weil genauso ist auch die Außenwahrnehmung halt einfach subjektiv. Und deswegen ist es ja auch eben so schwer, sich einzuschätzen, wie komme ich rüber, weil ja jeder dich anders wahrnimmt. Das ist ja das Problem. Letztendlich kannst du dich nur auf deine eigene Wahrnehmung ja verlassen. Ja. Und deswegen ist es, glaube ich, auch so wichtig zu reflektieren und zum Beispiel so zu journalen oder sowas, um selber auch mal so aufzuschreiben vielleicht. Weil ich finde, in dem Kopf, in so einer Situation geht so ganz viel los und du weißt manchmal gar nicht, warum du dich jetzt unwohl fühlst oder so. Und ich finde, es hat mir zum Beispiel total geholfen, wenn man sich so die Situation wirklich veräußerlicht, verschriftlicht und dann irgendwie dann wirklich gezielter daran auch arbeiten kann. So, ich bin zum Beispiel auf einem Event und ich merke mir die Situation so mäßig und weiß, okay, so will ich mich nicht mehr fühlen und schreibe mir das dann direkt zu Hause auf. Und warum habe ich mich jetzt unwohl gefühlt? War das jetzt wegen meinem Körper? War das jetzt wegen den Leuten, mit denen ich mich umgeben habe? Oder war das jetzt, weil mir die Hose zu eng war oder was auch immer? So, dass man dann einfach weiß, weil man will sich dann nicht nochmal so fühlen, wie man sich in so einer Situation fühlt. Und es kann ja manchmal auch sein, weil deine Freunde einfach doofe Kommentare machen und du dich ja eigentlich wohlfühlst oder so. Oder wegen ganz vielen anderen Sachen. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Dass man da einfach so reflektiert, weil so Unwohlfühlen ist halt einfach Kacke. So dieses, warum habe ich mich jetzt genau hier umgefühlt und wie kann ich es besser machen? Warum, also du hattest ja auch so einen Moment dann am ersten Tag, wo du so richtig auch fast schon Panik hattest. Also war das dann auch die Richtung oder war das was anderes? Am letzten Tag bei diesem Essen? Ja. Und auch beim ersten Tag, wo du fast geheult hättest. Was Hannah gerade also, meinte. Ich glaube, da war es erstmal ein bisschen Überforderung mit der Situation selbst. Ich weiß nicht, wir sind da angekommen. Wirklich auch nach diesem Flug, ich fühle mich halt nach so Flügen auch einfach immer wirklich scheiße. Ja, einfach so am liebsten würde ich dann einfach gar nichts mehr machen den ganzen Tag und niemand soll mich sehen. Aber wir sind halt angekommen, haben halt die ganzen Girls begrüßt, die dann natürlich nicht aussahen wie wir, weil die nicht aus dem Flugzeug gestiegen sind. Und ich glaube, in der Situation ist mir erstmal klar geworden, wie das werden könnte. Ich meine, letztendlich war es nicht so schlimm, wie ich es mir dann in dem Moment gedacht habe. Ich dachte mir wirklich so, oh mein Gott, so, das sind so viele schöne Mädchen irgendwie mit so einem guten Style. Und dann habe ich mich so instant verglichen. Ja, krass. Und dann sind wir auf unser Zimmer gegangen. Und ich glaube, da hatte ich so meinen Koffer aufgemacht oder so. Und ich war so, mein Gott, und was habe ich alles, gepackt? Was ich mit habe, ist einfach Katastrophe. Ja. So, ich habe nur einen einzigen Pulli eingepackt und es ist kalt. Jetzt muss ich die ganze Zeit mit meinem Pulli rumlaufen. Dann kamen immer mehr Gedanken irgendwie in meinen Kopf und ich dachte mir die ganze Zeit, so eine Abwärtsspirale ist das. Wie schlimm ist das bitte gerade? Das sollte doch so ein guter Trip werden und jetzt habe ich nur so doofe Sache mit und ich sehe so scheiße aus und dann steigere ich mich doch sehr stark rein. Mhm. Also letztendlich habe ich mich dann auch wieder beruhigt und so, aber in so Momenten ist dann so, es kommt so ganz viel auf einmal in meinen Kopf und dann wirklich, ich steigere mich da wirklich gottlos rein dann. Und letztendlich war es dann nicht so schlimm. Wir sind dann runter. Auch den ganzen Trip lang, alle sind total entspannt rumgelaufen. Es waren jetzt nicht alle, waren durchgehend aufgestylt oder sowas. Ja. Also deswegen wollte ich gerade sagen, es wäre, also wir hatten, glaube ich, auch Glück mit den Mädels, weil wir auch offen so über sowas reden konnten und auch viele so relaten konnten mit solchen Gedanken. Und ich stelle mir dann wirklich so die oberflächlichsten Influencer ever vor, wie die dann da wirklich sich jeden Tag gottlos aufstylen und da wäre ich wirklich fair am Platz. Ja, wenn das so Love Island-mäßig würde. Wirklich. Ja. Aber es waren ja, also deswegen, aber das wusste ich halt in der Situation am Anfang noch nicht, weil da hatten wir denen halt Hallo gesagt so und wie gesagt, ein paar davon, also eigentlich viele davon kannte ich jetzt noch nicht persönlich. Und dann war vielleicht auch so die erste Begegnung eher nicht oberflächlich, aber man hat sich halt nur Hallo gesagt. Mhm. Und die waren halt schon ein bisschen schicker gemacht so. Oder ja, nicht? Schon. Ja, auf jeden Fall. Mehr als wir in der Situation gerade. Wir kamen halt vom Flughafen so. Ja, und da war ich halt nur so, oh mein Gott. Es wird, also. Und dann sieht man die in echt und man ist so, boah, die sehen ja wirklich so schön aus. Und das ist ja wirklich so, die hat ja wirklich so einen guten Style oder was auch immer. Und dann ist halt so der natürliche Gedankengang von mir dann immer so, boah, ich bin ja richtig viel am Platz.
oder so. Ja, man genau. ist so richtig. Leute. Ich bin so Lückenfüller. Ich ja, genau. Ich habe mich auch so richtig so uninvited gefühlt. Ich dachte mir dann auch die ganze Zeit, boah, okay, ich bin eh nur eingeladen, weil, ich weiß nicht, ob ich das sagen kann, aber weil halt Jackie close mit euch ist und ich dachte mir die ganze Zeit, ja, aus Nettigkeit wurde ich dann halt auch noch eingeladen. So. Man fühlt sich wirklich so Ich habe mich wirklich, wirklich fehl am Platz gefühlt und dann zum Schluss meinte sie ja dann noch so, ja, ich habe mich so gefreut, dass wir uns noch besser kennengelernt haben und so und dann, also das wusste ich dann auch, aber so am Anfang dachte ich mir wirklich, oh mein Gott, ich bin wirklich nur hier, weil ich halt zur Gruppe dazugehöre und halt ich deswegen eingeladen wurde so. Und dann, ja, kommen halt so Gedanken, dann denkt man sich, ja, komplett fehl am Platz einfach gerade. Ach Leute, das, also das tut mir leid, dass du dich wirklich da auch uninvited gefühlt hast, weil ich, also mir bleibt da nichts anderes immer übrig in so einer Situation, als zu denken, ich bin ja hier, ich habe ja hier meine Daseinsberechtigung, die hätten mich ja nicht eingeladen, wenn sie mich scheiße finden würden. Ich muss mir jetzt nicht tausend Gedanken darüber machen, was jetzt, wie es dazu gekommen ist, dass ich jetzt hier bin. Ich bin ja letztes Jahr auch nach Madrid geflogen mit einer Brand, da dachte ich mir auch so, krass, also bestimmt ist irgendwie abgesprungen oder so. Aber nein, ich wurde auch im Vorhinein angefragt, so man hat schon seine Daseinsberechtigung. Ja, einfach. Voll. Die haben sich da ja was dabei gedacht. Und da könnte ich mir jetzt tausend Milliarden Gründe in meinem Kopf ausmalen, weshalb ich es eigentlich nicht verdient hätte. Aber das bringt mir einfach in dem Moment ja wirklich nicht, also so kann man sich vielleicht das dann denken in der Situation, dass man sich so runterbringt, indem man halt sagt, ey, das ist schon alles jetzt so gefallen, wie es hätte fallen sollen und ich vertraue dann auch einfach darauf, dass mein Style schon okay ist, weil sonst wären wir auch alle irgendwie nicht hier und ich kann das wirklich so gut nachvollziehen, weil ich mir auch dann dachte, uff, wenn wir jetzt das ganze Wochenende hier immer top aussehen müssen, wie halt bei Events nur 24, also 48 Stunden lang, weil sonst gehen wir ja zu einem Event, machen uns halt schick und dann gehen wir wieder. Aber wenn das 48 Stunden gewesen wäre, dann das wäre halt mies anstrengend gewesen. Aber letztendlich, keine Ahnung, war es ja dann wirklich voll entspannt. Ist ja so entspannt, macht sich Leute. Meistens so einen Kopf über Sachen, die dann nicht so eintreten eigentlich. Oder was würdest du sagen? Nee, ich würde nicht sagen. Ja? Ja. Oder ist es so eingetreten, deine Sorgen? Nö. Aber meine Gedanken, also ich glaube, ich habe mich trotzdem von vorne bis hinten einfach doof gefühlt, also, aber es ist auch nicht schlimm, also es ist ja auch mein Problem, so, ich gebe ja gar nicht anderen die Schuld, weil die haben mich ja nicht so, die sehen ja nicht mit Absicht gut aus, nur mich schlecht zu fühlen, also wisst ihr, was ich meine? Ja. Ist ja voll das Problem, was ich auch mit mir habe, einfach, weil ich dann oft denke, irgendwie passe ich da nicht rein. Ich weiß nicht, aber es ist ja jetzt auch nicht nur so auf den Influencer-Events, es ist ja auch immer der Fall mit dem Unwohlfühlen und so bei mir, also es ist ja schon immer ein Problem gewesen. Jetzt auch nicht nur auf Malle. Nee, genau, also das ist ja immer schon so. Auch und ich habe dann, man... Auch wenn jetzt da nicht, also auch wenn die Leute nicht gestylt sind, die anderen. Nein, 100%. Okay, also das hat nichts mit den anderen das zu tun. Ist, doch, natürlich. Also es ist halt, ich kann das, haben wir ja schon in dem anderen Podcast beschrieben, es kommt natürlich darauf an, mit welchen Leuten ich mich umgebe. Wenn ich mit euch bin, ist mir das unfassbar egal, wie ich aussehe. Ob ich jetzt hier sitze und mein Bauch rausguckt oder ich jetzt dick aussehe, weil ich ja weiß, ihr mögt mich so, wie ich bin und es kommt euch jetzt nicht darauf an. Aber auch mit Close Friends auf einem Geburtstag zu sein oder so oder alte Leute wieder zu sehen und denen irgendwie, man will ja immer so ein bisschen impressen oder zeigen, dass man gut aussieht oder so oder weiß nicht, wenn man Leute sieht, mit denen man mal was hatte und man will zeigen, ich sehe immer noch ganz okay aus oder so oder irgendwie in so vielen Situationen, natürlich kommt es auf die anderen Leute an, weil wenn ich alleine bin, ist mir das doch auch egal, wie ich aussehe. Also in vielen Situationen würde ich sagen, jetzt was so mein Style angeht, ist es mir egal. Wenn ich alleine bin mit meinem Körper, das ist mir natürlich nicht egal. Also es ist, ich glaube, ihr könnt auch mal wirklich den alten Podcast von mir hören mit Fabienne, da haben wir nochmal intensiver wirklich über so Gedanken geredet. Ich kann das jetzt auch nicht aus dem Stegreif alles beschreiben, weil ja Gedanken auch nicht immer so beschreibbar sind. Ja. Und ich nicht immer in Worte fassen kann, warum ich mich jetzt unwohl fühle oder mich auch nicht immer rechtfertigen möchte, weil es ist in dem Moment einfach so. Ja, klar. Und so auf Mallorca zum Beispiel konnte man halt so schlecht escapen von solchen Momenten und man musste sich halt dann so da blöd sagen, damit abfinden, okay, ich bin jetzt halt nicht so aufgestylt oder ich sehe jetzt halt einfach nicht so pretty und schlank aus wie alle anderen. So, das ist dann halt einfach so, das kann ich ja nicht ändern. Aber genau sowas ist halt mau, wenn man sich halt so nicht fühlen will. So, ja. Ich frage mich dann immer, ob jetzt die Girls sich das auch gedacht haben. Also, ich glaube, dass dann vor allem in so einer 7er-Girls-Konstellation jeder von den Girls sich irgendwie so Gedanken gemacht hat 100%. Und dann so verglichen hat. Also, weil jeder ja auch seine eigenen Struggles hat, die unterschiedliche Sachen sein können. Also, wenn du guckst dann zum Beispiel, keine Ahnung, auf den Körper, ich gucke halt so instant auf die Zähne oder so und denke mir dann halt meinen Teil dazu. Und so denkt sich vielleicht, keine Ahnung, Lotta, boah, die sind alle so groß oder so, weißt du? Also, das ist halt, ich glaube, jeder hat da so seine Sachen, worauf er achtet, wo jetzt
die anderen niemals drauf gekommen wären. So. Mhm. Ja, also safe, auch gerade weil wir halt so viele Videos und so machen. Man hat das ja die ganze Zeit wieder gespiegelt. Irgendwie so siehst du aus und auch im Vergleich zu den anderen. Ja. Wenn wir so Gruppenvideos machen, das ist ja wirklich wie so ein Spiegel die ganze Zeit. Oder wenn Leute spontan, wir haben ja immer wieder spontan in die Gruppe gefilmt. So. Mhm. Und das, also das ist einfach, gehört natürlich dazu, aber natürlich unterstreicht das dann gewisse Gedanken von einem auch irgendwie, oh, da sehe ich aber irgendwie im Gegensatz zu Luna Lotta, fühle ich mich riesig oder so voluminös und bulky und keine Ahnung, da stehe ich so komisch, so gehe ich wirklich, oh mein Gott, also so sehe ich von hinten aus, halt solche Sachen, die dann irgendwie, ja, dadurch nochmal unterstrichen werden. Aber ich finde es mega stark, dass du trotzdem ins Wasser gehst, obwohl du diese Gedanken hast, weißt du, dass du einfach sagst, ey, fuck it, ich mach's einfach trotzdem. Ja, weil ich hätte mich ja sonst geärgert, wenn ich das nicht gemacht hätte. Ich glaube, ja, zu früheren Zeitpunkten hätte ich es dann wirklich gar nicht gemacht, aber also ich habe mich schon wirklich krank und gefühlt, vor allem als sie dann da mit der Kamera stand. Ich fand es aber wirklich auch und dich auch da fotografiert hat, wie du rausgegangen bist und dich ja auch, bei mir ist sie dann weggegangen und ich war so, ah, danke, mega nett von dir. Also so da, weißt du, in so einem kleinen Moment, auch wenn sie das vielleicht wirklich nicht mit Absicht gemacht hat oder so, aber da denke ich mir dann auch schon wieder so, oder keine Ahnung, dann wird was gepostet und alle sehen super schön aus und auf dem letzten Slide bin dann ich in so einem Pullover und ganz hinten, damit ich auch in dem Slide dabei bin, so. Aber das ist halt nicht so vergleichbar und dann aus so einen Sachen reiße ich mir dann halt direkt so Gedanken raus und bin so, okay, ja, dann, also ist es ja wirklich nicht, weil ich nicht so fotogen bin oder nicht so schön aussehe oder so. Also man denkt sich auch schon viel aus. Ja, man denkt sich sehr viel. Aber andererseits passieren ja Sachen auch so. Man weiß ja einfach nur nicht, was die anderen in so einer Situation sind. Also sie hat mich auch rausgeschnitten aus Fotos und sowas, wo ich mir dann auch dachte, ist klar, ist okay. Ja, also es ist, ist schwierig in so einer Situation. Wenn halt, Aber also, ja, ich will dich da nur beruhigen, dass die halt einfach teilweise mit Leuten dann extra so shootingsmäßig, zu mir meinte sie auf dem Boot einmal so, ey, kannst du dich da mal hinlegen und deine Ringe so in die Kamera halten und die Klammer und so. Also die hat sich halt dann manchmal, wenn da gerade jemand da war, die Leute so rausgesucht und dann ist man halt mehr in dem Foto dann drin als andere. Also das sind dann auch so Gehirnkonstrukte, die, glaube ich, da schnell entstehen, zusätzlich vielleicht zu Sachen, die auf jeden Fall da sind. Ich weiß es nicht, also deine Gedanken sind ja da und die kann ja niemand jetzt wegargumentieren oder so. Das gibt es ja gar nicht. Das ist ja nichts Rationales unbedingt. Ja. Aber sowas, ne, wie gesagt, unterstreicht das dann vielleicht nochmal, dass man sich irgendwie so unwohl fühlt. Aber ich hoffe, dass du das trotzdem irgendwie enjoyen konntest. Ja, na klar, weil ich euch hatte. Ich glaube, wäre ich da alleine gewesen, dann wäre das für mich ganz schlimm gewesen, glaube ich. Weil man halt die Leute nicht so. Also ich mochte die alle gerne und ich mochte die auch schon, bevor man sich getroffen hat, aber eben nicht so auf Wohlfühl-Entspannungsbasis war man da noch nicht, glaube ich. Also ich wäre da nie so rumgelaufen, wie ich da rumgelaufen bin, wärt ihr da, glaube ich. Aber same. Also auch in den Outfits, auch wie ich auf dem Boot aussah, die Fotos, Leute, ich dachte mir, boah, ich hätte niemals, wäre ich so da rumgelaufen, wenn ich dann nur mit denen gewesen wäre. Und das ist halt auch so projizierbar jetzt auch auf alle anderen Situationen. Jetzt zum Beispiel in Berlin, eigentlich sagt man ja auch immer so, es ist allen im Sommer egal, wie man, also so, ich meine, Berliner ist total egal, wie du rumläufst. Ist halt aber im Endeffekt ist es halt einfach gelungen, weil wir kennen alle das German Stare und wie man manchmal so angeguckt wird oder so. Ja. Und das ist vielleicht auch manchmal, weil die dich wirklich hübsch finden oder weil die wirklich dich interessant finden und dich deswegen angucken, aber vielleicht auch oft so, oh Gott. Aber oftmals kann man es halt auch gar nicht einschätzen, warum jetzt geguckt wird, weil es wird selten gelächelt, sage ich, wie es ist, sondern es wird gestarrt und dann kannst du, also dann denke ich immer erst ins Negative. Ja, same. Also ich würde mir niemals denken, die gucken mich jetzt gerade an, weil ich so gut aussehe. Guckt also jetzt das raus, ist jetzt das so? Eher wenn ich so an Tagen, wo ich mich so ein bisschen gestylt, also wo ich halt geschminkt bin und ein cooles Outfit anhabe, so dann denke ich so, okay, vielleicht die gucken jetzt, weil ich cool gerade aussehe. Aber so, wenn ich casual einfach so am Kudamm oder irgendwo lang gehe, wo vielleicht ein bisschen stylischere Leute sind, am schlimmsten wirklich auch dieser RAW-Flohmarkt, da sind die Leute ja immer krass gestylt. Also das ist auf jeden Fall eine Lüge, dass Leute im Sommer einen Scheiß drauf geben, wie man aussieht. Weil jetzt erst recht, wo es wärmer wird, auch die Outfits holen ihre krassen Fits raus. Also wirklich, man muss jetzt hier nur in Schöneberg die Straße runtergehen und die sehen da alle wirklich so Hipster, gestylt und coole, aber so geile Skirts Sachen auch und so nice Tops. Also da fühle ich schon auch dann irgendwie so ein Pressure, dass man da natürlich, also mir macht das auch Spaß. So, ich mag Fashion und ich mag es gerne, mich auch wohlzufühlen, wenn ich ein cooles Outfit anhabe. So, ich liebe das. Aber gleichzeitig kann ein Kack-Outfit mich dann auch den ganzen Tag so scheiße fühlen lassen. So wie ich heute mit meinem Rock, Leute. Emma, der sieht richtig cool aus. Der ist so aus. Cool, aber ich bin wirklich losgelaufen mit dem. Ich wollte anfangen zu heulen schon wieder. Ich dachte mir, ich kann damit jetzt nicht den ganzen Tag rumlaufen, weil der ist gerutscht. Dann dachte ich, okay, und dann ist das wieder schon so eng alles. Und dann
Ich weiß nicht, das macht so einen gewaltigen Unterschied, wie ich mich in meinem Outfit fühle. Extrem. Sehr. Auf den ganzen Tag bezogen. Also hätte ich heute eine geile Hose an, Leute, ich wäre ganz anders drauf gewesen, glaube ich, als ich auch hergekommen bin. Also krass. Ja, ich glaube, deswegen habe ich dann zum Beispiel auch gar nicht so einen Spaß an Fashion. Also ich bin, gebe ich auch offen zu, ich bin jetzt einfach kein Fashionista oder bin darauf aus, immer krass auszusehen oder so, weil ich einfach weiß, ich kann das nicht. Also einfach, ich kann es einfach nicht. Ich werde mich nicht wohlfühlen, wenn ich jetzt einen Crop-Top mit einem Mini-Pullover und einer Netzhose anhabe oder so. Keine Ahnung, wisst ihr, was ich meine? Ich kann, ich weiß es einfach. Und deswegen mag ich eigentlich gerne so Frühling, wenn ich einfach eine Hose anhabe und einen Pullover oder ein großes T-Shirt und eine Hose oder so. Und es ist einfach so. Also, wisst ihr, und dann komme ich gar nicht in so Situationen, weil ich mich dann eher immer für das Outfit entscheide, was langweilig aussieht, wo ich aber weiß, ich fühle mich okay dann da drin, statt zu risken und ja. Also, ich würde nie sagen, ich kann das nicht. Du kannst das noch nicht. Du kannst das zu 100% lernen, wenn du da. Und dafür muss man vielleicht manchmal aus der Komfortzone gehen. Ja. Und du meintest ja auch, Sophie, ich will mir jetzt mal coolere Sachen kaufen. Man muss manchmal aus der Komfortzone gehen. Ich habe mich früher nicht getraut, was anderes als eine Skinny Jeans in der Schule zu tragen. Obwohl ich es so cool fand, so Mom Jeans, das war für mich schon so wow. Mhm. Oder so ein bisschen weitere Hosen. Da war ich schon den ganzen Tag so wow. Oder so eine Teddyjacke oder sowas, Patches. Das hat bei mir ganz, ganz klein angefangen, überhaupt sich zu trauen, so Muster oder sowas zu tragen. Und mittlerweile, also es gibt immer noch Sachen, wo ich sage, da fühle ich mich, ich weiß, da fühle ich mich jetzt unwohl den Tag über, aber manchmal provoziere ich das dann auch extra rauf, dass ich halt sage, okay, heute, ich mache jetzt einen Mix aus wirklich Sachen, wo ich mich wohlfühle und Sachen, die, wo ich mich so gewagt fühle sozusagen. Also ich ziehe einen Top an, was ich sonst nicht anziehen würde, aber dafür eine Hose, in der ich mich voll wohlfühle. Und dann gucke ich einfach mal. Und so oft kommen dann so Komplimente zurück. So, oh, ich finde deinen Top richtig cool, weil das halt dann mal irgendwie was anderes ist. Mhm. Und wenn ich dann rausfinde, ich fühle mich jetzt den ganzen Tag scheiße, dann ziehe ich es halt nicht mehr an und dann ist es halt so. Aber ich glaube, um das eben zu können, wie du meintest, oder um das zu lernen, muss man auch diese Negativerfahrungen oder so einfach Erfahrungen überhaupt in der Hinsicht machen. Weil wenn man dann trotzdem immer auf das Gemütliche zurückgreift, dann wirst du dich in der Hinsicht halt auch nicht sozusagen weiter drüber hinaus entwickeln. Ist natürlich die Frage, ob du das willst. Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Ich glaube, ich will das auch gar nicht. Ja, okay, also, das ist was anderes. Ich muss es nicht sein, so glaube ich. Ich glaube, für mich ist einfach erste Priorität, mich wohlzufühlen. Und das kommt dann vielleicht mit der Zeit, wenn ich dann sage, boah, ich fühle mich gerade so gut in meinem Körper, vielleicht kaufe ich mir einfach mal dieses T-Shirt, wo man jetzt halt das sieht oder keine Ahnung was so. Und dann probiere ich das aus. Aber dadurch, dass ich nicht mehr den Anspruch habe, so krass fashionmäßig unterwegs zu sein, ist es für mich okay. Ich glaube, herausfordernd ist das halt nur so auf, eben wie ihr sagt, so RW-Flohmarkt, Events oder so, wo man dann im direkten Vergleich steht zu Leuten, die halt wirklich mit Absicht sich jeden Tag so krass stylen und gut fühlen und so aussehen, weiß ich nicht. Aber es ist okay für mich, es ist in Ordnung. Ich wollte noch sagen, ich finde, mir hilft das voll, weil bei mir war das in der Schule auch genauso, dass ich dann halt immer so, also Mom Jeans war ein Big Deal schon und mir hat das voll geholfen, weil Caro zum Beispiel hat halt immer so einfach so das getragen, worauf sie Bock hatte. Also sie war so die Erste, die dann so Mom Jeans anhatte oder so krasse Muster oder so, so wo ich mir dann immer dachte, oh mein Gott, ich würde das auch voll gerne tragen, aber ich kann es nicht. Und dann war sie auch so, hey, so mach doch einfach so und wenn, also niemand würde dich jetzt in der Bahn anstarren, weil du eine Mom-Jeans anhast. So, das ist halt alles wirklich so im Kopf. Und so in der Schule ist dann nochmal ein anderes Umfeld. Aber dann zieh halt die Mom-Jeans erstmal in deinem Alltag an und guck, ob dir das gefällt. Und dann, also so small steps finde ich voll gut. Und vor allem, wenn man so Freunde um sich hat, die halt genau dasselbe machen und sich auch so Sachen trauen. So, ja, voll. Weißt du, jetzt habe ich so voll viele Leute gesehen, die so Maxi-Skirts anhatten. Und ich dachte mir immer so, mein Gott, niemals in meinem Leben würde ich so einen langen Rock tragen, weil das passt überhaupt nicht zu meiner Figur und das ist alles, also so niemals. Und dann war ich mit Nastja bei Urban und war so, hey, probier den doch einfach mal an. Und dann war ich so, boah, ich weiß ja nicht. Und so, und dann hatte ich den an, ich war so, sieht echt ganz süß aus. Ja, geil. Und jetzt mag ich den. Also deswegen, ich finde das auch voll wichtig, so ein bisschen, also wenn man den Anspruch hat, dass man das machen möchte. Ja. Ich finde, das ist ein Unterschied. Wenn ich jetzt mir denken würde, boah, die sehen zwar geil aus, aber ich will den eh nicht tragen, dann safe nicht. Aber wenn man sich die ganze Zeit so denkt, so, boah, das sieht so cool aus und ich wünschte, ich könnte das auch rocken, dann ist dieses, ich wünschte, ich könnte schon voll der falsche Ansatz, weil man kann das, wenn man
ist richtig so Panettalk, wenn man mit dem richtigen Mindset reingeht. Klar, wer hält dich jetzt gerade davon ab? Du selber. Ja, nur ich selber. Ja. Und die Größen bei Zara zum Beispiel. Also ich hatte schon jetzt wirklich mittlerweile 4 Maxi-Skirts an. Ja, okay. Auch auf Mallorca habe ich einen anprobiert und es sah alles schlimm aus. Und ich war dann so wirklich, Jackie kam auch raus und war so, boah, das sieht total scheiße aus. Und ich war so, okay. Zu dir? Ja. Was auch okay war, sie ist halt ein sehr ehrlicher Mensch so, aber ich war dann wirklich so, oh, okay, gut, dann direkt wieder rein. So, es ist halt leider wirklich nicht immer wirklich bei Männerfigur. Ja, aber wir waren auch in Spanien und die haben so winzige Größen. Ich habe wirklich eine 38er Hose bei Stradivarius angezogen. Es ging nicht über meinen Arsch. Also, das ist natürlich, so also verstehe ich voll, ne, dass da nicht alle so schneiden, dass wirklich für alle Körper aus dabei ist. Fangen wir gar nicht mit Brandy Melville und so an. Aber ich glaube trotzdem, dass man das, also dass man, wenn man da Bock drauf hat, wenn man das will, dann würde ich nicht in Store shoppen, weil ich glaube, sowas bringt einen eh immer runter. In der Umkleide ist immer scheiß Licht, man sieht immer super ugly aus. Ja. Oder man hat echt einfach Glück an dem Tag mit den Größen. Also ich gehe tendenziell nicht zu Zara rein, weil ich danach, ich habe schon so oft geweint in den Umkleidekabinen, weil, also Hosen shoppen bei Zara hat mich wirklich an meine Grenzen gebracht schon, weil die Größen so fernab von allem sind, was ich wirklich erlebt habe bisher. Ja. Und also es passt ja vorn und hinten nicht. Ich glaube, es gibt Leute, die den bestimmten Körpertyp für Zara haben oder vielleicht auch für H&M. Mir passen zum Beispiel H&M-Hosen super, dafür passe ich wirklich in die Zara-Hosen. Ich komme beim besten Willen auch, keine Ahnung, bei Größe 42, die ich eigentlich nicht habe, es geht nicht über meinen Po, es geht wirklich nicht. Und deswegen, also dann gehe ich da auch einfach nicht mehr einkaufen, weil ich weiß, dass es wirklich Katastrophe ist. Aber jetzt bei Urban Outfitters weiß ich, dass mir tendenziell die Sachen passen. Und dann ist natürlich das auch ein bisschen einfacher. Aber also fühle ich voll. Ja. Bei manchen Sachen ist es dann auch wirklich nicht möglich. So, ich würde auch voll gerne so kurze Cargo-Skirts tragen, aber dafür habe ich wahrscheinlich auch einfach einen zu großen Po. Und ich kann es, egal welche Größe es wäre, ich kann ihn nicht anziehen, weil es funktioniert nicht. So. Das ist halt krass, was da so der Modemarkt dann irgendwie fast schon für Maßstäbe setzt und vorgibt für einen, was man tragen kann und was nicht. Also, weil das wird ja, da hat ja wirklich die Modeindustrie so viel in der Hand, irgendwie was für Trends und Styles man halt mitmachen kann und welche nicht, wenn das halt einfach nicht für dich geschnitten wird und nicht für dich produziert wird. Oder auch so ein Trend ist, der für deinen Körper einfach nicht geht. Also sei es jetzt irgendwie diese Miniskirts, die sehen halt, also das geht das halt ist alles so auf Skinny Girls angelehnt. Mega. So viele Modetrends, das macht mich auch so aggressiv. Ich finde es ganz schrecklich. Diese ganzen, das kann man nicht mal als Rock bezeichnen. Wenn du dann so ein Dieselgürtel, das ist so, das habe ich letztens gesehen also, auf TikTok. So ein Dieselgürtel als Rock hast, wer soll denn dann da reinpassen? Und die, ich glaube nicht, dass die in 50 Plus-Sizes und 10.000 Mini-Sizes noch gehen, sondern halt dann 3 Sizes und das entweder das passt dir halt oder nicht. XS und maximal eine M. Und also, du kannst es halt nicht tragen, wenn du eine breitere Hüfte hast. Dafür musst du nicht mal irgendwie, keine Ahnung, sondern einfach wirklich. Oder diese Gürtel, die sich jetzt über die Brüste machen. Habt ihr das gesehen? Ja, einfach ich auch nur ein Gürtel gesehen. Über die Brüste? Ja. Leute. Auch so bei Coachella hatten das halt also echt viele. Also beim besten Willen. Also das ist halt gerade die, also. die Nippel bedeckt. Und wenn du halt super, super skinny bist, ist das noch ein bisschen weiter drüber. Aber das ist ja kein realistischer Trend. Also ich finde, Trend ist was, aggressiv. Auch für alle sein sollte, ehrlich gesagt. Und nicht nischiger Luxustrend, der 20.000 Euro kostet und für XS ist. Aber da finde ich immer ganz geil. Ich habe immer so Reels auf Instagram und da ist so ein Girl, ich weiß nicht, wie sie heißt, sie macht so Vergleich, so sie zeigt so Bella Hadids Outfits und ist dann so, ist es ein Fit oder ist sie einfach nur skinny? Nur skinny, ja, und voll. Dann zieht sie aber die Sachen an und es ist halt, oft ist es ein Fit und es sieht geil aus bei ihr, aber berühmt wurde es halt dadurch, dass Bella Hadid das getragen hat und sie Größe XXS trägt und es einfach toll aussieht. Ist einfach nicht so fair, finde ich. Aber ich finde, sie proved halt immer voll, dass es halt, das ist geil. Also, dass es halt nicht nur geil aussieht, weil sie skinny ist, sondern weil es ein geiler Fit ist und weil es bei ihr mindestens genauso geil aussieht. Ach so, diese andere TikTokerin dann. Genau, weil sie hat, glaube ich, Größe, also ich weiß nicht, sie ist auf jeden Fall ein Plus-Size-Model und sie zeigt dann halt, dass sie das genauso rocken kann und das finde ich voll toll. Ja wirklich, ich glaube, Social Media ist halt wirklich auch ein ganz schlimmer Bereich, wenn man halt so Selbstwahrnehmungsstörungen hat, so, also das ist ja, liegt ja offen auf der Hand, hat man schon auch oft drüber gesprochen, so dass das einfach wirklich dazu beiträgt, dass du dich komplett total falsch wahrnehmen kannst oder komplett falsche Maßstäbe dir selbst auch setzt und so. Und es ist jetzt auch schon ausgelutscht, aber eigentlich zu sagen, du musst wirklich aufpassen, wem folgst du, was schaust du dir an, wie sehr zu Herzen nimmst du dir Sachen oder so. Also selbst wenn ihr uns jetzt auch
verfolgt eigentlich unsere Profile und jetzt hört, was eigentlich so dahinter für Gedanken stecken, von Fotos zum Beispiel von jetzt Mallorca, welche wir gepostet haben oder so, dann ist es ja vielleicht auch mal gut zu hören, dass wir genauso Gedanken, so blöde Gedanken mal haben oder so. Und ich denke auch zu 100% geht das vielen, vielen anderen Leuten auf Instagram auch so. Und ja, ja. Ich finde an TikTok halt gefährlich, dass man nicht so richtig beeinflussen kann, was man sieht und was nicht wegen der For You-Page. Mhm. Und ich habe zum Beispiel, also irgendwie im Sommer kommen natürlich viele Outfit-TikToks und auch Body-TikToks, die teilweise auch Body-Positivity-mäßig sein sollen. Aber ich wurde so getriggert von einem TikTok, da ging es um so Hip-Dips. Und ich wusste davon nicht, was das ist. Same, ich wusste auch nicht, was das ist. Ich wusste nicht, dass das existiert. Ja. Und dann haben die das irgendwie so angesprochen, it's okay to have hip dips. So, wenn du hip dips hast, schäm dich nicht dafür. Und ich gucke so in den Spiegel, ich gucke so Bilder durch und ich bin so, oh, ich habe hip dips. Ich habe mies hip dips, Leute, what the fuck. Ich war so, scheiße, ich wusste nicht, dass das erst. Das war letztes Jahr oder so. Ja, aber same, und ich wusste eigentlich, was das ist. Ich wusste das for real nicht, dass das ein Ding ist. Und ich habe das durch TikTok erfahren und fand, und seitdem fällt mir das halt richtig bei mir auf. Bei mir fällt es seitdem auch bei anderen auf. Ich achte da viel mehr drauf und ich finde es ganz crazy, was das mit einem machen kann. Das ist so schade. Weil da hat jetzt irgendwer einen Namen dafür gegeben, dass ich da so ein bisschen Dellen habe. Vor allem, es ist einfach Bone Structure. Es ist ja nicht mal, du kannst das ja nicht wegtrainieren oder nicht hintrainieren. Das ist dein Becken einfach legit. Ich finde es so schlimm. Dass aus allem so ein Ding gemacht wird, wo für mich eigentlich gar kein Problem da war, aber es müssen Körper irgendwie so krass analysiert und kommentiert werden, dass man sich da wirklich Gedanken über Sachen macht, die ja eigentlich überhaupt kein Problem sind. So, ich habe ja einen gesunden Körper. Mhm. Ich habe wirklich einen gesunden Körper. Mir geht es gut. Ich mochte meinen Körper auch bis vor 2 Jahren eigentlich total gerne und habe erst wirklich vor so 2 Jahren, eigentlich letztes Jahr das erste Mal, richtig angefangen, negativ auch über meinen Körper zu denken. Mhm, letzten Sommer, so im Bikini. Ich weiß nicht genau, woher das kam. Vielleicht auch durch Social Media. Ich will es aber nicht alles darauf schieben. Nee, einfach auch generell das Vergleichen auch. Also nicht mal nur auf Social Media, sondern auch wenn ich durch die Uni laufe oder sowas und da Girls sehe, selbst da vergleiche ich mich auch und ziehe genau denselben Vergleich hin. Also ich glaube, Social Media unterstützt das auf jeden Fall nochmal, wie diese Reels zum Beispiel. Also ich bin mir sehr sicher auch, dass man auch damals zum Beispiel, wie meine Mama aufgewachsen ist oder sowas oder unsere Eltern einfach generell, dass die damals gar nicht so darauf, auf sowas geachtet haben oder dass das viel weniger auf jeden Fall der Fall war, dass es so um dick, dünn, vielleicht auf jeden Fall, ich weiß nicht, aber ich sag so, dass wir auf TikTok oder durch das ganze Social Media einfach viel mehr Auswahl haben, mit wem wir uns vergleichen. Safe. Und das ist ja auch einfach, das hatten ja unsere Eltern zum Beispiel gar nicht früher. Ja. Und natürlich hat man sich verglichen. Ich glaube, ich habe mit meiner Mama im Podcast auch darüber geredet. Genau, da gab es halt so dicke und dünne Leute und so eine Leute und so eine Leute. Und natürlich hat man sich auch vielleicht mal unwohl gefühlt oder sowas. Aber ich glaube, auf keinen Fall vergleichbar, wie wir das jetzt in unserer Generation tun. Ich glaube, Mama hatte das so beschrieben, das waren halt einfach Typen und es gab Leute, die standen auf sowas oder die haben sich so wohl gefühlt. Und war so. Und heute in unserer Generation ist es halt wirklich so, krankes, muss Idealbild so aussehen. Halt also das ist irgendwie, man kann nur so geliebt und gewollt werden von Freunden oder was auch immer, wenn man so aussieht oder wenn man diesem Standard entspricht oder so. Also habe ich definitiv das Gefühl. Definitiv. Vor allem, ich habe auch das Gefühl, dass dieser Standard Loki gar nicht existiert. Also dieses perfekte Bild von der Frau, so das gibt es nicht. Mhm. Und dann eigentlich müssen wir noch mal eine neue Podcast-Folge auch drüber machen, weil da kann man so viel drüber reden. Ja. Auch einfach so mit Plastic Surgery und sowas. Wie und das romantisiert so, wie wird und normalisiert wird. Wie viele Leute operiert sind im Gesicht. Ich schwöre euch, auch aus unserem Influencer-Kreis, die wirklich gemachte Lippen haben und, keine Ahnung, so viel gemacht haben im Gesicht und wie die natürlichsten Menschen wirken. Und man denkt so, mein Gott, und du bist so perfekt. Natural Beauty. Und dann kriegst du so nach 2 Jahren raus, dass die seit 2 Jahren sich die Lippen aufspritzen lässt und denkst dir so, oh mein Gott. Krass. Und ich habe die ganze Zeit, war ich insecure über meine Lippen, aber deine sind gemacht. So, sag mir das doch direkt. Ja, oder wie so. Diese Sophia Marstadt, die sich jetzt so offiziell dazu geäußert hat, dass sie ihre Bilder immer so krass bearbeitet haben. Ja, auf TikTok. Ich weiß noch früher, ich war so 2019, 18 oder sowas, da habe ich nicht gecheckt, dass ihre Bilder gemacht waren. Und ich weiß noch, dass ich da entfolgt bin, weil ich so war, boah, ich fühle mich einfach zu schlecht, wenn ich die angucke, weil sie für mich so krank perfekt aussah, in dem Zusammenhang einfach, weil alles so krass aussah einfach an ihr. Snatched und jetzt immer das Gesicht. Habe ich sie so gesehen in diesem Interview, wo sie sich halt so mäßig jetzt so geoutet hat dazu, dass sie das gemacht hat. Und ich war so, so siehst du aus. Und sie ist so ein schönes, also for real schönes Mädchen.
Und dann denke ich mir aber wieder, ich habe mir da wirklich die krankesten Komplexe gemacht, weil ich jetzt nicht so eine Jawline hatte wie sie oder so. Und am Ende zieht sie sich das da alles zurecht. Also das ist mutig von ihr und stark jetzt von ihr, dass sie das sagt, auf jeden Fall. Aber halt auch schade um all die Jahre und all die Leute, die dadurch halt so Insecurities gekriegt haben. Viele. Und nicht jeder ist dann halt so, so stark, sage ich jetzt mal, um zu sagen, ich entfolge ihr jetzt, weil ich fühle mich schlecht, wenn ich sie sehe. Ja. So. Ja, hatte ich bei vielen Leuten damals. Hm. Ja. Okay, aber eigentlich wollte ich auch nur noch sagen, dass ich das Gefühl habe, dass zumindest in ein bisschen in unserer Influencer-Bubble dieses Bilderbearbeiten zurückgegangen ist. Ich habe das Gefühl, ein paar mehr Leute setzen auf Natürlichkeit. Vielleicht einfach an unserer Bubble. Liegt es auch nur an den Leuten, denen ich folge. Ich bin auch tendenziell, bin ich wirklich allen Leuten entfolgt, wo ich wusste, es ist unrealistisch so auszusehen. Ja, und ich will denen auch gar nicht mehr folgen. Nee, same. Es ist auch keine Inspo mehr. Es ist nur noch so, nerv mich nicht, du siehst eh nicht so aus. Einfach man sollte sich keine Inspo daran holen, so aussehen zu wollen. Man holt sich Inspo an Outfits oder an einem Lifestyle, aber man holt sich keine Inspo an einem Gesicht. Ja, finde ich auch voll wichtig. So, mein Ideal ist es, irgendwann so eine Nase diese Lippen zu haben. Sollte man auf jeden Fall nicht. Oder diese Brüste. Ja, ich glaube, das machen viele Leute unbewusst. Und deswegen ist es jetzt mal wichtig, dass ihr euch dann vielleicht zu Hause jetzt mal hinsetzt, während ihr das hört und vielleicht mal durch eure Abos scrollt. Safe. Und schaut, warum folge ich denen denn da jetzt gerade überhaupt? Und wer lässt mich schlecht fühlen, wenn ich die Sachen anschaue? Wo denke ich mir, jetzt geht's mir schlechter als davor. Also so. Ja. Das macht einen dann einfach auch wirklich nicht glücklich. Und ich finde, Social Media sollte ja immer noch entweder halt entertainen oder dich irgendwie gut inspirieren oder glücklich machen. Also halt groß gesagt, aber wenigstens nicht runterziehen. Ja, lass mal vielleicht wirklich dann nochmal die Themen, die wir heute alle so ein bisschen angesprochen haben, vielleicht nochmal wirklich extra machen und uns auch ein bisschen besser noch drauf vorbereiten, dass wir halt noch ein bisschen gezielter vielleicht auf einige Themen eingehen können, weil wir haben heute so viel angeschnitten irgendwie. Ja. Aber fand ich schon mal gute Folge, ne? Ja. Und wir freuen uns auch sehr über Feedback von euren Seiten oder Geschichten von euren Seiten, wenn ihr irgendwas gerne teilen wollt mit uns oder eine Geschichte oder die wir mal vielleicht ansprechen sollen im nächsten Podcast oder sowas, dann schickt es auf jeden Fall bei She's Stalking auf Instagram. Und dann können wir das ja vielleicht mal in den kommenden Podcast-Folgen, wenn wir dann uns wieder so ein Thema raussuchen, was dazu passt, einfach mal aufschnappen und eure Geschichten dann vielleicht auch vorlesen. She's listening to. Zeit für unseren Song der Woche. Let's von Emma. Ich nehme Snow on the Beach mit More, Lana Del Rey. Ist das jetzt von diesem bei Taylor Album. Ja. Ist das, kannst du kurz erklären, was das ist? Ist das irgendwie so, dass das so an die Produktionsfirma dann geht oder so? Nee, das ist was anderes. Das ist, wenn es Taylors Version ist. Ja, genau, das meine ich. Aber das ist was anderes. Ah, okay. Oh, okay. Da hat sie hat so ein paar extra Dinge einfach rausgebracht. Einmal irgendwie Karma mit Feed Ice Spice, das finde ich ehrlich gesagt nicht so gut. Hits Different ist dabei, war davor, glaube ich, auch nicht. Ja. Ich fand das Lied davor auch schon total toll. Ich bin sehr großer Lana Del Rey-Fan auch. Und das ist aber Next Level, das Lied jetzt, weil sie da jetzt noch so ihren eigenen Verse drin hat, den sie singt. Es hört sich so schön an. Es hört sich so toll an. Da haben sich doch auch alle Leute so drüber beschwert. Genau, damals. Und dann hat sie es einfach jetzt geändert. Ich bin Fan. Okay. Ich nehme Dark Red von Steve Lacy. Ich habe das jetzt im Flieger gehört, hin und zurück. Und höre das in letzter Zeit irgendwie voll oft. Es gibt mir gute Vibes. Und ja, das war es eigentlich schon. Ich nehme Chicago von Clouseau, weil ich habe so einen kleinen Kink auf alte, frühe 2000er deutsche Lieder und ich dachte, ich bringe das jetzt einfach auch mal ein. Süß. Nice. Ja, es ist vielleicht nicht für jeden was, aber ich finde es total toll und es ist ja auch, deswegen. Ja, das soll ja auch Remix sein. Ich bin gespannt, das mal anzuhören. Ja. Easy. Leute. Sehr gut. War eine tolle Folge. Ich hoffe, euer Mut ist jetzt nicht zu sehr. Und Passt auf. Ja, geht eure Abos durch, Leute. Okay. Wirklich. Nächste Folge wird's lustiger. Wieder lustig. Es war ja auch was Lustiges dabei. Es war dabei. Sehr funny mit meinem Chat. Aber der Anfang war lustig. Ja, ich safe. Okay, gut. Den kann ich sehr gerne posten. Na dann, bis nächste Woche, Leute. Bis nächste Woche. Ciao. Guckt bei unserem Insta vorbei, She's Stalking. Woo.